Heute geht es um intelligente Zellen. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ich möchte heute eine Erfahrung mit dir, mit euch teilen, im Hinblick darauf, dass alles in unserem Unbewussten, Unterbewusstsein, ich unterscheide ja immer gerne zwischen Unterbewusstsein und Unbewussten, in dem Falle spreche ich hier von Unbewussten, wie da alles wirklich noch abgespeichert ist, wie auf einer großen Festplatte, wie bei einem Computer, alles, was wir jemals gedacht und gefühlt haben. Und zwar geht es um etwas, wo ich wirklich dachte, längst aus der Kindheit, das ist verarbeitet, das ist vorbei, das ist vergessen, aber es war in meinem Zellbewusstsein noch drin. Und zwar zur Hintergrundgeschichte. Ich hatte ein Gespräch mit der Dr. Karin Bender-Gonser im Rahmen ihres neuen Kurses, der bald an den Start geht. Da geht es um Zahngesundheit, wie man die mit holistischen Ölen einfach unterstützen kann. Und sie hatte mich dazu eingeladen zu einem Interview, wo es einfach darum geht, dass wir ja auch Ängste unter Umständen haben, wenn wir zum Zahnarzt gehen müssen. Und ich habe da so ein paar einschneidende Erlebnisse aus meiner eigenen Kindheit mit den Kursteilnehmern geteilt. Und habe schon gemerkt im Interview, als Karin mich so danach fragte, dass ja, irgendwo so, ja, mir bis hierhin schon mal die Tränen steigen. Das konnte ich da in dem Moment natürlich komprimieren, war erstaunt. Und als ich mir es nachher nochmal angeschaut hatte, da musste ich wirklich weinen. Ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, ein bisschen platt, wie ein Schlosshund, was für mich so der Hinweis war, wow, da ist ja noch ganz viel in deinem unbewussten See vergraben, was es wirklich nochmal anzuschauen gilt oder weniger anzuschauen gilt, aber in die Heilung gebracht werden möchte. Und zwar habe ich als Kind die Erfahrung gemacht beim Zahnarzt, musste eine Kariesbehandlung gemacht werden und ich weiß nicht mehr, haben die Spritzen nicht gewirkt oder habe ich mich grundsätzlich schon gegen die Spritzen gewehrt? Keine Ahnung, auf jeden Fall war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass zwei Zahnarzthelferinnen hinter mir standen, hatten mich festgehalten, sodass ich mich nicht mehr bewegen konnte, mir eine Spange angezogen, dass ich auch den Mund nicht mehr zumachen konnte. Und dann hat der Zahnarzt, ich sag's mal ein bisschen flapsig auch, für mich als Kind hat das so gewirkt, wie so ein Pferd an mir gearbeitet. Und mir diesen Zahn dann einfach gebohrt und ja, neue Plombe reingemacht. Ich weiß es nicht mehr. Meine Mutter war mit im Behandlungszimmer, war dem Ganzen natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise völlig hilflos ausgeliefert. Heute wäre sowas undenkbar. Also meine Kinder haben nie solche Erfahrungen beim Zahnarzt gemacht. Ich wäre da auch sofort dazwischen gegangen. Das hätte es überhaupt nicht gegeben. Aber zu meiner Zeit, zu meiner Generation, das war einfach eine andere Zeit, dann hat man das so gemacht. Und das ist jetzt auch keine Anklage an den Zahnarzt. Für ihn war das ja auch eine schlimme Situation, sicherlich für die Zahnarzthelferin auch da ein Kind festzuhalten. Nur bei mir hat es einfach auch die Auswirkung gehabt, dass ich viele Jahre danach nicht mehr zum Zahnarzt ging, das ein oder andere Mal wohl im Wartezimmer noch saß und einen Termin hatte, aber da mit panischer Angst einfach wieder gegangen bin und ja, Anfang 20 so gefühlt ein Jahr jeden Tag beim Zahnarzt war, um mal wieder irgendwie alles in Ordnung bringen zu lassen. Und ich dachte einfach, ich habe das so als Erwachsene komprimiert, also wenn ich zum Zahnarzt gehe, klar, ich gehe lieber ins Café und trinke einen Kaffee oder einen Tee, als dass ich zum Zahnarzt gehe, aber man denkt immer so, als Erwachsener hat man das komprimiert und das ist vergessen. Nur diese Variante jetzt hier im Gespräch mit der Karin, dass ich so total berührt war und weinen musste, als ich meine eigene Geschichte dann nochmal erzählt hatte. Und das lief auch wie so ein Film vor meinem geistigen Auge ab, die damalige Situation. Ich habe noch genauso gefühlt, wie ich auf dem Stuhl gehockt hatte und die mich festgehalten hatten und diese ganze Situation nochmal erlebt hatte. Ich habe dann diesen Tränen auch ganz bewusst freien Lauf gelassen. Und habe das Ganze auch ein bisschen jetzt unterstützt mit ätherischen Ölen. Ich werde mir da jetzt noch ein ganz besonderes Öl, dieses Inner Child, hat Karin mir empfohlen, um da das innere Kind noch ein bisschen zu unterstützen. Das werde ich mir noch bestellen. Ansonsten habe ich jetzt zu den ätherischen Ölen dann gegriffen, wie zum Beispiel heißt Potenzial, also mein höchstes Potenzial zur Entfaltung zu bringen. Und Weihrauch hatte ich noch, daran habe ich noch so ein bisschen gerochen, um das Ganze so ein bisschen unterstützen. Und
ja, habe diese Situation in der Richtung mit so ein paar mentalen Techniken dann in die Heilung gebracht. Und warum teile ich das jetzt heute mit dir? Das war jetzt so mein Erlebnis, wo ich einfach dachte, das ist längst verarbeitet. Das hat mich ja jetzt im Alltag nicht mehr beschäftigt oder irgendwie. Es kam mir jetzt nur zum Vorschein durch dieses Interview. Und so ist das ja mit allen Dingen, die wir in der Kindheit mal erlebt haben. Dass all das, wo wir damals Schmerz erfahren haben, wo wir schlimme Erfahrungen gemacht haben, und wie gesagt, das ist keine Elternschelte an irgendjemanden, eine Anklage. Nur es ist in unserem Zellbewusstsein drin und es ist noch tiefer als im Unterbewusstsein, im Unbewussten. Und deshalb denke ich, ist es wirklich so förderlich, um sich da komplett zu befreien, dass man sich da mal, ja, auch mal die Zeit und Muße nimmt und das ein oder andere nochmal sich anschaut. Vielleicht in der Meditation da auch mal drum bittet, die Dinge, oder vielleicht hast du auch ein Gefühl dafür, was dich da im Alltag immer noch so begleitet, in gewissen Situationen, was in dir hochkommt, wo du als Erwachsene heute, als erwachsene Frau, als erwachsener Mann denkst, in der Kindheit hatte ich das und das Erlebnis, aber jetzt als Erwachsener komprimiere ich das. Und indem du es dir wirklich aber in der Richtung anschaust und in die Heilung bringst, da kann Heilung auf tiefer Ebene geschehen. Und du machst dir ja das Leben enorm leichter. Also wenn ich jetzt künftig zum Zahnarzt gehe, denke ich mal, werde ich nicht mehr mit diesem Gefühl dahin gehen, dass ich mich ganz besonders entspannen muss und mit Mentaltechniken nochmal auf den Stuhl hocke und ganz relaxter sein kann. Um relaxed sein zu können, viel mehr, sondern ja, ich bin gespannt. Das wird eine andere Begegnung jetzt sein, die nächsten Zahnarztbesuche, wobei ich jetzt eigentlich nur noch so, ja, hingehe. Und so ist das ja mit vielen anderen Bereichen im Leben, wo man sich das Leben dann schwer macht, weil man Kraft und Energie aufbringt, um gewisse Situationen einfach in den Griff zu bekommen. Können ja die unterschiedlichsten Dinge sein. Und damit möchte ich dich heute einfach ermutigen. Vielleicht mal magst du dir mal so die Dinge in deinem Leben vielleicht auch mal notieren auf dem Zettel, die dich immer wieder beschäftigen, die dich Kraft und Energie kosten, und dir die Dinge dann einfach mal anschaust. Und du kannst, um dir jetzt mal noch eine ganz einfache Hilfestellung vielleicht mit auf den Weg zu geben, wenn du in diese Situation hineingehst, diese schlimme Kindheitserfahrung, sag ich mal, um so eine ganz allererste Hilfe in dein Zellbewusstsein zu lassen, könntest du dir zum Beispiel vorstellen, dass du in dem Moment, in dem Raum, mit allen Beteiligten, die dabei sind, dir ganz viel Licht, göttliches Licht, goldfarbenes Licht von der Quelle allen Seins nimmst und diesen Raum einfach erfüllen lässt vor deinem geistigen Auge mit dieser göttlichen Energie, mit diesem göttlichen Licht. Wenn ich von göttlichem Licht spreche, dann ist das mit keinerlei religiösen Dingen behaftet, sondern das ist einfach, ja, die höchste Lichtenergie mit der höchsten Schwingung, die wir einfach empfangen können, die einfach für die Heilung steht. Und so könntest du da, um so eine erste Hilfestellung dir selbst zu geben, dir einfach vorstellen, wie der ganze Raum, alle Beteiligten und vor allem du selbst dieses göttliche Licht einatmest, zum Beispiel durch dein Kronenchakra in deinen Körper hineinlässt, jetzt als Erwachsene auch das Kind entsprechend, dein Kind, das diese Erfahrungen damals gemacht hat, auch mal in den Arm nimmst und es tröstest und ihm deine Aufmerksamkeit und deine Anerkennung und deine ganze Liebe schenkst. Du kannst ja auch selbst eine Umarmung dabei schenken und so dir selbst da, ja, eine Hilfestellung geben auf dem Weg zur Heilung zu solchen Erfahrungen. Ja, deshalb wollte ich das jetzt heute mit dir teilen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob dich das irgendwo berührt hat, ob du was mit diesem ja, Thema hier anfangen konntest, ob es eine Hilfe wirklich für dich war. Und ja, würde mich freuen, da im Austausch mit dir zu sein. Schick dir eine herzliche Umarmung, alles Liebe für dich, bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Irmgard.